Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Seien Sie alle sehr herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am dritten Sonntag nach Trinitatis. Ein sehr besonderer Gottesdienst, denn heute wird unser Pfarrer Matthias Giering nach über 17 Jahren Dienst in dieser Gemeinde in den Ruhestand verabschiedet. Und so mögen wir diesen Gottesdienst mit einem lachenden und einem weinenden Auge feiern, weil wir natürlich froh sind, dass Pfarrer Giering hier so viele Jahre einen segensreichen Dienst ausgeübt hat und weil es auf der anderen Seite so schade ist, dass er geht. Und ich bin mir ganz sicher, es würden sich viele wünschen, er würde doch noch ein bisschen bleiben. Superintendent Putschke begrüße ich auch sehr herzlich in diesem Gottesdienst. Er wird nach der Predigt, die Pfarrer Giering halten wird, die Entpflichtung vornehmen und uns dann auch kurz erläutern, wie es nach dem Weggang von Pfarrer Giering weitergeht. Danken möchte ich an dieser Stelle allen, die an der Vorbereitung und Durchführung des Gottesdienstes mitwirkten und mitwirken. Frau König an der Orgel, Familie König für Gesang, Frau Pfeiffer, dem Gemeindekirchenrat, Max Tutschke am Schlagzeug, Frau Dr. Kaiser an der Trompete. Vielen Dank. Und noch ein Wort zum Singen in diesem Gottesdienst. Das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt, dass man auch selber singen kann im Gottesdienst, aber die Entwicklungen machen es möglich. Wir können und wollen in diesem Gottesdienst auch singen. Sie haben alle ein Liedblatt bekommen und die Lieder, die darauf abgedruckt sind, die wollen wir auch singen. Schön, dass das so ist. Jetzt hören wir aber zunächst erst noch ein Lied, das du mich einstimmen lässt. Thank you.
Das Evangelium steht heute bei Lukas im 15. Kapitel. Es nahten sich Jesus alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie auf. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Und als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seiner Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe deine Gebote nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein.
Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Antworten auf das Evangelium mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Osse Shalom bim Romav haya asa Shalom Aleinu, der du Frieden schaffst, Gott in der Höhe, er möge auch uns Frieden schaffen. Das ist ein israelisches Lied, das ist hier im Gottesdienst auch schon mal erklungen und das werden wir jetzt spielen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, es ist schon schön, so einen schönen, beschwingten Gottesdienst mitzuerleben, auch wenn das heute eigentlich eher ein trauriger Tag ist, aber ich finde es auch viel Erfreuliches dabei. Und dann passt diese beschwingte Musik auch ganz gut dazu. Ich freue mich erstmal ganz doll, dass wir überhaupt heute hier so zusammenkommen können. Das war im Frühjahr noch gar nicht so ganz klar, ob das überhaupt geht. Und nun können wir nachher sogar noch miteinander singen. Das ist schon mal sehr schön. Und dann in dieser Kirche, die mir ja doch sehr zur Heimat geworden ist, wie die ganze Stadt und vor allem all die Menschen hier. Und doch ist der heutige Tag nicht ganz leicht, für Sie nicht und für mich nicht. Wir müssen Abschied nehmen, das fällt uns schwer. Vor 17,5 Jahren, im Dezember 2003, bin ich hierher nach Nauen gekommen, zusammen mit meiner Frau und damals auch noch mit unserer Tochter. Vor 41 Jahren, im Jahr 1980, hatte ich den Ruf Gottes vernommen und mich entschieden, ihn anzunehmen und mich zum Pfarrer ausbilden zu lassen. Ich war zuvor Elektriker, die meisten wissen das, und war eigentlich ganz zufrieden und glücklich mit dem Beruf. Und später habe ich mich dann oft gefragt, wie blauäugig ich wohl damals gewesen bin, zu meinen, dass ich in der Lage wäre, all die Erwartungen zu erfüllen, die an einen Pfarrer gestellt werden, von anderen und von mir selbst. Wenn ich geahnt hätte, was da auf mich zukommt, dann hätte ich mir ganz gewiss die Ohren zugehalten, hätte mich umgedreht und wäre davongelaufen, so wie der Prophet Jona, für den ich seit dieser Zeit einige Sympathien hege oder mindestens doch eine ganze Menge Verständnis aufbringen kann. Aber manchmal ist das auch ganz gut, dass wir nicht in die Zukunft schauen können. Denn was hätte ich verpasst? Welche Chance hätte ich vergeben? Nein, bereut habe ich den Schritt letztlich nie, auch wenn ich manchmal daran gezweifelt hatte. Aber zumindest seit ich hierher ins Havelland gekommen bin, habe ich an keinem Tag gedacht, ach, wärst du doch Handwerker geblieben oder ach, wärst du doch Pfarrer in Berlin geblieben. Nein, den Schritt hierher, den habe ich nie bereut. Und das, liebe Gemeinde, das liegt ja auch an Ihnen. Und aber vor allem an dem Segen Gottes, den ich hier immer wieder erleben konnte. Eine Gemeinde, die meine Sprache spricht und die mit mir versucht, Gott nahe zu kommen und nahe zu bleiben. Das gegenseitige Wahrnehmen und Verstehen, der freundliche und liebevolle Umgang miteinander, dass man sich kennt und füreinander Verständnis aufbringt und vieles andere mehr, hat es mir leicht gemacht oder zumindest möglich gemacht, mein Amt und die Aufgaben anzugehen, vor die ich hier gestellt wurde. Und schon damals in den ersten Jahren hier in Nauen und Schwanebeck, als Pfarrer Neugebauer noch nicht in unserer Gemeinde war, da habe ich, wenn das Gespräch darauf kam, ach, und nun sind Sie ganz alleine da in Nauen, wir waren doch früher mal 3 Pfarrer, ein paar Jahre sogar 4 Pfarrer und nun alles alleine, da habe ich dann oft gesagt, nein, allein bin ich nicht, auch wenn es eine ganze Menge war, was zu tun war. Da sind doch etliche liebe Leute, die mit mir die Verantwortung und die Aufgaben tragen, Hauptamtliche und Ehrenamtliche. Wie viel mehr nun seit Pfarrer Neugebauer bei uns ist, mit dem ich in den letzten 5 Jahren immer gut zusammenarbeiten konnte, lieber Johannes, und das war für mich auch ein großer Segen und bei dem ich eben auch wirklich das Amt in guten Händen weiß. Aber vor allem auch die Zusammenarbeit mit Frau Kantorin König, die ich immer als ein großes Glück empfunden habe, wie man sicherlich nur einmal im Berufsleben finden kann. Und so bin ich gerne, auch über die ersten 10 Jahre hinaus, hier in Nauen und Schwanebeck geblieben. 10 Jahre, das habe ich am Anfang versprochen, als ich gefragt wurde, na Herr Pfarrer, wie lange werden Sie denn bleiben? Ich habe gesagt, 10 Jahre kann ich euch versprechen, was danach ist, werden wir sehen. 10 Jahre, das ist eine gute Tradition seit alter Zeit für das Innehaben einer Pfarrstelle. Und als die 10 Jahre dann um waren und Herr Subandentutschke, den Gemeindekirchenrat, gefragt hat, wie ist denn, wollt ihr jetzt mal einen anderen haben oder wollt ihr den weiterbehalten, da haben sie ganz klar und eindeutig gesagt, dass ich doch hier im Nauen bleiben möge. Und dann habe ich mich sehr gefreut, denn ich wollte schon
ich wollte auch gerne hier bleiben und das war dann auch sehr schön. Aber irgendwann muss es eben doch mal sein. Irgendwann geht alles zu Ende, was mal einen Anfang hatte und heute ist nun dieser Tag. Heute müssen wir uns voneinander verabschieden und das ist natürlich erstmal traurig, denn wir werden ja etwas verlieren. Die Gemeinde wird einen ihrer beiden Pfarrer verlieren und ich werde meine Gemeinde verlieren. Meine Frau und ich aus der Welt, Wandlitz liegt nicht irgendwo in Sibirien, auch wenn es im Osten liegt, aber es sind mal gerade 50 Kilometer, die wir wegziehen, das ist überwindbar. Aber wir werden nur noch selten nach Nauen kommen und ich werde nicht mehr zuständig sein. Andere werden das Amt weiterführen und das ist gut so. Und wie gesagt, ich weiß es ja zunächst erstmal in guten Händen. Liebe Gemeinde, der für den heutigen Tag, für den dritten Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagene Predigttext ist ein Gleichnis Jesu, in dem es auch um das Verlieren geht und um das Wiederfinden. Es ist auch aus Lukas 15, wo wir das Evangelium gerade hörten, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Predigttext ist aber ein anderes Gleichnis, auch aus diesem Kapitel, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Denn da heißt es, er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Wir bitten, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum vor. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus Christus spricht, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Ach ja, über die Sünde reden die Leute gerne, zumindest wenn es um die Sünde der anderen geht. Da kann man sich gar nicht genug das Maul zerreißen, das scheint überhaupt seit einigen Jahren das wichtigste Thema zu sein, das es gibt. Man denke nur, was Politikern und manchen Verantwortungsträgern in den letzten Monaten und Jahren so alles vorgeworfen wurde. Aber wenn es um die eigenen Fehler und die eigenen Versäumnisse geht, da werden die Leute seltsam weniger gesprächig. Da wollen sie sich dann nicht einreden lassen, dass sie Sünder seien. Die Kirche, die will uns doch nur zu Duckmäusern machen, wird dann oft gesagt. Dabei wissen wir natürlich alle ganz genau, dass wir alle so unsere Fehler haben. Und wir wissen, wie oft wir den Aufgaben nicht oder nur schlecht gerecht geworden sind, vor die das Leben uns gestellt hat. Und glauben Sie mir, wem viel anvertraut ist, der kann auch besonders viele Dinge verbocken. Aber dieses Gleichnis Jesu zeigt, dass es bei seinen Worten über die Sünde eigentlich noch um etwas viel Wichtigeres geht. Er ist darum besorgt, dass Menschen nicht verloren gehen, dass Menschen sich nicht verirren und auf ihrer Suche nach dem Glück oder überhaupt nach dem, was ihnen besser tut oder wohl tut oder wonach auch immer sich verirren und dann irgendwo im dornigen Gestrüpp verfangen und dann nicht mehr loskommen von dem, was sie da gefangen hält. Und dann sind sie abgetrennt von der Quelle des Lebens, im schlimmsten Fall sogar abgetrennt von ihm, dem Herrn des Lebens. Das ist Jesu Sorge. Mit unseren sonstigen Verfehlungen und was wir alles falsch machen, käme er vielleicht noch klar. So wie Dietrich Bonhoeffer das mal so unvergleichlich in seinem Glaubensbekenntnis formuliert hat, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, schreibt Dietrich Bonhoeffer. Und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten.
Das ist wahrscheinlich das treffendste und kürzeste an Auslegung, was ich zu diesem Gleichnis je gelesen oder gehört habe. Aber je länger ich dieses Gleichnis kenne und je öfter ich es lese, umso mehr wird mir deutlich, dass auch das noch nicht die eigentliche Spitze dessen ist, was Jesus hier sagen will. Denn am eindrücklichsten erzählt er von der Freude. Man stelle sich vor, der gute Schafhirte, der da sein Lämmlein wiedergefunden hat, der nimmt es gleich voller Freude auf die Schulter und dann trägt er es hinaus auf den Weg. Nein, er ist so überglücklich, es gefunden zu haben. Und so trägt er es den ganzen Weg zurück zu seiner Herde, zurück in die Geborgenheit, in die Gemeinschaft derer, die zu ihm gehören. Mal sehen, liebe Gemeinde, was Gott mit uns noch so alles vorhat und wo er uns noch hintragen oder hindurchtragen wird. Und wie nur dieser gute Hirte abends heimkommt und da wartet er gar nicht, bis ihn seine Freunde und Nachbarn höflich fragen, na, wie war denn dein Tag heute, sondern der ruft es ihnen gleich zu, was er erlebt hat und dass er eines seiner Schafe verloren hat und dass er es wiedergefunden hat und wie sehr er sich darüber freut. Wer unter euch würde nicht so handeln, sagt Jesus. Welcher Mensch? Es ist doch einfach menschlich, dem Verlorenen nachzugehen und sich zu freuen, wenn man es gefunden hat. Jeder würde so handeln, wenn es um ein Schäflein geht. Warum, fragt Jesus, handelt ihr nicht so, wenn es um einen Menschen geht? Nein, er spricht es gar nicht aus. Es ist schon klar, was er zu denen sagen will, die sich darüber ereifern, dass Jesus mit denen zusammensitzt, die zu den Randgruppen der Gesellschaft gehören. Wir haben es gehört am Anfang des Evangeliums, da steht ja noch direkt vor diesem Gleichnis, Zöllner und Sünder heißen sie hier, und da ereifern sich die Leute drüber, dass er mit denen zusammensitzt. Da braucht er gar nicht zu sagen, es ist klar, was er meint. Es geht darum, Menschen, die in Not und Einsamkeit geraten sind, aufzuspüren, auf sie zuzugehen, sie zu trösten und ihnen den Weg in die menschliche Gemeinschaft irgendwie wieder möglich zu machen. Gott freut sich über jeden Menschen, der wiedergefunden wurde. Die Gemeinde Jesu Gleichnisse sind manchmal ungeheuer emotional, gerade hier in Lukas 15. Wenn wir es nicht nur im Kopf begreifen, sondern wenn wir es auch im Herzen spüren, wie Gott daran leidet, dass wir uns von ihm entfernen und wie er nicht aufhört, nach uns zu suchen und wie er sich freut, wenn er den Verlorenen wiederfindet, dann kann das wirklich unser Leben verändern. Und dann kann das eine Wende um 180 Grad werden. Dass Menschen aus der Gemeinde ausgegrenzt werden, weil sie scheinbar nicht hineinpassen, weil sie nicht fromm genug oder vielleicht keinen Glauben haben, weil sie zu laut sind oder nicht sauber genug oder weil sie nur wegen Kaffee und Kuchen kommen, aber mit unseren Gebeten können sie nichts anfangen, die irgendwie dazugehören wollen, auch wenn sie auch nicht so ganz genau wissen, was sie hier eigentlich suchen, die dürfen wir nicht wegschicken. Vielleicht sind das gerade die Menschen, über deren Anwesenheit sich Gott ganz besonders freut. Was wissen wir denn davon? Ob das nicht für den einen oder anderen, der da kommt, gerade die eine Chance seines Lebens ist, die Gott ihm an diesem Tag gegeben hat. Vielleicht die einzige Chance anzufangen, danach zu fragen, wozu sein Leben eigentlich da ist und wozu Gott ihn einladen will. Wenn das wirklich so ist, wer von uns würde nicht um dieses Menschen willen gern auf irgendwas anderes verzichten und ihn mit aller Liebe und Herzensgüte begegnen, die er in diesem Moment nur aufbringen kann? Liebe Gemeinde, wir liegen wahrscheinlich sogar falsch, wenn wir in diesem Gleichnis uns immer nur als die verirrten Schäflein wiedererkennen. Jesus spricht uns mit diesem Gleichnis ja viel mehr als die an, die Verantwortung haben. Jeder von uns. Für das, was mit unseren Mitmenschen geschieht, haben wir Verantwortung. Und so fängt Jesus sein Gleichnis an, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Er fängt nicht damit an, wer von euch ist ein armes, kleines, verirrtes Schäflein, sondern wer ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und dennoch ist es auch für uns, die wir zur Gemeinde gehören, wichtig, dass wir nicht vergessen, dass auch wir, Sie und ich einmal von Gott gefunden worden sind und welche Menschen damals einladend auf uns zugegangen sind.
dann wird es uns vielleicht deutlich, die ganze Barmherzigkeit, mit der Gott uns begegnet ist und die nun unsererseits unseren Umgang mit anderen Menschen bestimmen soll. Das wünsche ich heute Ihnen und mir selbst, dass wir warmherzige und barmherzige Menschen werden und bleiben. Wir sind da sicherlich alle erst am Anfang, aber ein Anfang ist besser als gar nichts und er ist wichtig. Möge Gott uns in diesem Werk stärken und vollenden. Möge er Sie und mich und uns alle behüten und bewahren. Und möge er uns am Ende zusammenführen in seinem himmlischen Reich. Das schenke uns der barmherzige Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich bin zwar nicht ganz genau unterrichtet über den Ablauf dieses Gottesdienstes, aber ich gehe davon aus, weil ich es mir gewünscht habe als Predigtlied, dass wir jetzt dieses Lied singen, Jesus nimmt die Sünder an, was auf dem Blatt draufsteht, die dort abgedruckten Strophen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Mit diesen Worten Jesu aus dem Lukas-Evangelium im 19. Kapitel, im Wochenspruch für die heute beginnende Woche, grüße ich Sie alle recht herzlich und ganz besonders dich, lieber Matthias. Wir feiern Gottesdienst, deine Verabschiedung.
Der eine oder der andere meint vielleicht, es wurde schon gesagt, heute Verabschiedung von Matthias, das ist doch kein Grund zum Feiern. Die meisten sind traurig, dass du gehst. Und auch du, lieber Matthias, hast ja auch im Vorfeld schon gesagt und eben in deiner Predigt auch, dir tränt schon ein Auge. Und das darf sein. Ein wenig Wehmut darf und muss sein. Immerhin bist du seit dem 1. Dezember 2003 17,5 Jahre Pfarrer in Nauen. Das ist länger als Jogi Löw oder länger auch als Angela Merkel. Und übrigens bist du der Erste von den dreien, die dann in Ruhestand gehen. Du hast die Menschen, an die du gewiesen warst, kennen und lieben gelernt. Mehr oder weniger, je nachdem, wie nahe man einander in dieser Zeit gekommen ist. Und den Naunern und Schwanebeckern, den Makauern, Makäern, den Kolleginnen und Kollegen im Kirchenkreis ergeht es gar nicht anders. Alle verdrücken, kannst du dich auch mal umdrehen, die eine oder andere Träne. Bei dem Gedanken, dass du, lieber Matthias, nicht mehr die Geschicke der Kirchengemeinde St. Jakobi und des Mitarbeiterkonventes mitbestimmst. Aber wir brauchen gar nicht traurig sein. Wenn Tränen fließen, dann dürfen es Freudentränen sein. Wir verabschieden dich heute in den wohlverdienten Ruhestand und feiern diesen Gottesdienst, um dir zu danken für all dein Wirken, dein Zuhören, für dein Dasein, wenn du gebraucht und gerufen wurdest, für dein Predigen, Taufen, für Abendmahl feiern und segnen. Für jedes gute Wort und auch für das Ermahnen und Zurechtweisen, für das konstruktive Streiten um die Sache, für das, was jede und jeder, der an der Seite oder hinter dir sitzt oder jetzt im Netz mitfeiert, dir und deiner Frau zu verdanken haben. Und wir wollen auch und zuerst Gott danken, dass er eure Schritte hierher nach Nauen geführt hat, dass wir ein Stück Weg gemeinsam gehen konnten. Und du hast 10 Jahre versprochen, aber 17,5 Jahre ist das neue 10 Jahre. Das ist so heute. Es kommt Ihnen ja, je älter man wird, eh kürzer vor. Deine Einführung ist mir noch so aktuell. Seht auf, erhebt eure Häupter und alles hat hochgeguckt. Und wenn Matthias vorgeht, dann rennen alle hinterher. Das ist so, das hat er geschafft hier, der Junge, der ist gut. Wir durften ein Stück dir nahe sein, nahe kommen in den Jahren. Und Gott hat dich war dir in den Jahren nahe, hat dich ausgerüstet mit Kraft, mit Ausdauer, mit Beharrlichkeit, mit Liebe, mit Vertrauen und hat dich gesegnet, dass du ein Segen sein konntest unter uns. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und das erwartet Jesus Christus auch von den Seinen. Und wir haben schon gerade gehört in der Predigt oder vorhin auch im Evangelium, was alles verloren gehen kann. Wir selbst können verloren gehen. So ist es gesagt. Die Kirche rüstet für diesen Dienst der Verkündigung Frauen und Männer aus. Übrigens in wenigen Tagen, am 6. Juli, steht dein 35. Ordinationsjubiläum an. Wieder ein Grund zum Feiern. Denn auch wenn du in den Ruhestand gehst, behältst du die Rechte der Ordination. Wenn es langweilig wird, wenn es zu schwer wird, gleich in den Ruhestand, ruf einfach an. Und wir hoffen, dass Nauen hier in Nauen bald eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger im Amt eingeführt werden kann. Du weißt, dass das notwendig ist, wie nötig es die Menschen haben, gerade weil sie verloren gehen können, gerade auch in dieser Zeit, vielleicht besonders in dieser Zeit. Du hast in den Jahren erfahren, wie Menschen sich selbst verloren haben, ihre Identität, ihre Mitte, ihre Berufung, denn Gott hat den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen. Gott ist die Liebe und so sollen wir Menschen diese Liebe leben. Und das haben viele aus dem Blick verloren, aus dem Herzen. So wie einst der Zöllner Zachäus, mit dem der Wochenspruch abschließt. Die Geschichte schließt mit dem Wochenspruch, den wir gehört haben. Wieder eine verlorene Geschichte. Und du hast gesagt, wer weiß, wer da sitzt. Die kommen, sie wollen so wie der Zöllner. Zachäus war jemand, dem Tugenden wie Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit fremd waren. Er war einer, der alles für den eigenen Vorteil tat, der sich selbst der Nächste war, der seine Macht auskostete und es anderen spüren ließ. Und doch zeigte er Interesse an Jesus. Und er wurde nicht rausgeworfen, nicht weggeschickt. Jesus kam zu ihm, wollte bei ihm zu Gast sein.
Jesus zeigte, es gibt keine hoffnungslosen Fälle, hoffnungslose Menschen. Jede und jeder ist, wie sie, wie er ist, aber niemand muss so bleiben, wie er, wie sie ist. Danke, lieber Matthias, dass dir alle Menschen wichtig waren. Und wer weiß, wie viele Zachäuse jetzt hier sitzen oder an den Fernsehgeräten, die dankbar sind, dass du sie angesprochen hast. Vieles geschieht ja im Verborgenen, wir wissen es nicht. Es ist nicht alles sichtbar. Man kann nicht alles übergeben. Am Freitag hast du alles, was für einen Pfarrer zum Dienst in Nauen notwendig ist, ordnungsgemäß übergeben. Und dabei ist mir aufgefallen, dass du ja auch deinen Arbeitsstuhl hier lassen musst. Ich habe mir gedacht, ich schenke dir was zum Abschied. Keine Angst, Matthias. Ich stelle jetzt nicht den Stuhl vor die Tür. Ein Stuhl, den ich richtig schön bequem machen kann. So stelle ich mir vor, jetzt noch ein kühles Getränk. Ich weiß aber, der Bürgermeister hat da bestimmt noch was nachher im Petto. Der hat übrigens auch 100 Schafe. Da kannst du dann auf gute Gedanken kommen und überlegen, was schreibe ich denn auf? Was schreibe ich denn aus der Zeit in Nauen auf? In Ruhe, das willst du ja tun, so hast du es gesagt. Und du hast dir vorgenommen, auch Zeit zum Reisen, die ihr beide euch nehmen wollt. Im Sommer soll es in Elbschlandsteingebirge gehen. Hoffentlich habe ich jetzt nicht was verraten, was ich noch gar nicht weiß. Aber dazu braucht man einen Rucksack. Und im Rucksack ist so einiges drin. Gute Tröpfchen. Falls es regnen sollte, ein kleiner Regenkiep. Es sind ja ein paar Beschreibungen drin, wo man überhaupt Urlaub machen kann. Ich lasse das ja hier, das ist ja keine Sache. Und dann habe ich gesagt, irgendwie bleibt er im Dienst. Ich kann mir bei dir gar nicht vorstellen. Da habe ich doch so ein kleines Kreuz mitgebracht, das kann man so auseinandernehmen, kann man auf den Schreibtisch stellen, aber mitnehmen in der Tasche, wenn du denn gerufen wirst. Das braucht man. Das ist so. Und wir haben ein Segensleuchter, der hier auch hergestellt wurde, den du bekommst. Und ein drittes Geschenk wollen wir dir mit auf den Weg geben. Und das ist das Wertvollste und Wichtigste, was wir mitgeben können, lieber Matthias. Den Segen unseres Gottes. Der ist unsichtbar, aber wir sind auf ihn angewiesen. Er wirkt. Wir können es erfahren. Du hast gesagt, du hast den Segen hier erfahren. Am ehesten lässt sich Segen wohl mit Musik verdeutlichen. Die Töne sind nicht sichtbar, aber sie finden ins Herz. Sie bewegen und verändern uns. Lieber Matthias, ich lasse den Rucksack jetzt offen und lege den Segen hinein. Dazu brauche ich die Gitarre, denn die gehört zu Matthias dazu, wie nichts anderes. Warum ist denn die so kurz? Max? Okay. Sie, liebe Schwestern und Brüder, dürfen gerne mit einstimmen. Wir brauchen die Verse gleich nochmal. Also singen wir mal vor. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden. Was auch immer du tust, geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Soweit, und jetzt wird's ernst. Kommst du bitte nach vorne? Lieber Matthias, jetzt ist es soweit. Wir verabschieden dich aus dem Dienst als Pfarrer der Gemeinde Nauen und Schwanebeck. Die aus diesem Anlass ausgestellte Urkunde hat folgenden Wortlaut. Der Pfarrer Matthias Joachim Giering, geboren am 7. Februar 1960 in Berlin, wird auf seinen Antrag mit Ablauf des Monats Juni 2021 in den Ruhestand versetzt.
Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz dankt Pfarrer Gehring für treue Dienste und wünscht ihm für den weiteren Lebensweg Gottes Segen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Berlin, den 10. März 2021. Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, Konsistorium Dr. Jörg Antoine. Lieber Matthias, nicht alles im Dienst deines Pfarrers liegt vor Augen. Vieles geschieht im Verborgenen und doch können Früchte deines Wirkens wahrgenommen werden. Dafür sind wir dankbar. Mit dem Eintritt in den Ruhestand beginnt für dich eine neue Lebensphase. Du bleibst berufen zu predigen, zu taufen und die Feier des Heiligen Abendmahls zu leiten, wo immer dein Dienst gefordert ist. Du bist aber nun frei von den dienstlichen Pflichten in diesen Gemeinden. Lasst uns beten. Heiliger und treuer Gott, wir danken dir, dass du das helle Licht des Evangeliums über uns hast aufgehen lassen. Wir danken dir für den Dienst unseres Bruders Matthias Gehring. Wir danken dir für allen Segen, den du auf sein Leben gelegt hast und für alle Treue und Liebe in seinem Dienst. Und wir bitten dich, lass seine Mühe nicht vergeblich gewesen sein. Wandle in Segen, was nicht gelungen ist, und vergib, was er schuldig geblieben ist. Wir bitten dich für unseren Bruder auf seinem weiteren Lebensweg. Sei du mit ihm und den Seinen. Schenke ihnen Freude, frischen Mut und heitere Gelassenheit. Lass ihnen Menschen begegnen, die ihnen zum Segen werden. Halte deine Hand über sie und vollende sie einst vor dem Angesicht, wie du verheißen hast. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lieber Matthias, lass dir nun die Hände auflegen und empfange den Segen. Liebe Schwestern und Brüder, bitte erheben Sie sich von den Plätzen. Und lieber Matthias, du hast sie alle schon gesegnet, die heute im Gottesdienst da sind, die teilnehmen. Und durch die Videogottesdienste noch viele andere mehr, die du vielleicht gar nicht kennst. Heute nun zu deiner Verabschiedung wollen wir dich gemeinsam segnen. Liebe Schwestern und Brüder, bitte singen Sie den Segensvers, geh unter der Gnade. Achten Sie auf den Einsatz, halten Sie sich da einfach an den Orgelklang. Segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Darf ich jetzt mal schon erstmal übergehen? Euch, liebe Gemeinde, bitte ich, achtet den Dienst, den euer Pfarrer Matthias Gehring unter euch getan hat. Betet auch weiterhin für ihn. Bedenkt, dass wir alle zum Zeugnis und Dienst in der Welt berufen sind. Der Gott des Friedens mache uns tüchtig in allem Gutem, dass wir seinen Willen tun. Er schaffe in uns, was wohlgefällt, durch Jesus Christus, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Der Dienst eines Pfarrers ist kaum möglich, wenn nicht da jemand ist, der zu Hause den Rücken frei hält und alles. Herzlichen Dank für alles und Gottes Segen auch für Sie. Und
Ich habe schon gesagt, ich finde es einfach so toll. Ich hätte es nie gedacht, Matthias, wirklich, ich hätte es nie gedacht, dass du das machst. Und Matthias hat dann vor Wochen gesagt, wenn wir jetzt nicht zusammenkommen, dann machen wir Online-Gottesdienste. Ich sag, Matthias und Online-Gottesdienste, und der machte. Und wissen Sie, was das Schöne ist? Er bleibt uns erhalten in der Mediathek. Also wirklich, ist er ganz was Tolles. Und eins auch noch, Matthias, wenn dir mit einmal irgendwie, wo du sagst, jetzt ist mir so sonderbar, dann guckt jemand den Gottesdienst und singt Geh unter der Gnade. Dann kommt der Segen wieder. Ich finde, das ist ein toller Gedanke. Also wir können einfach, also, toll. Matthias, darf ich? Ja, darfst du. Es kann ja nicht mehr viel passieren. Morgen wieder mehr. Jetzt geht es weiter mit den Abkündigungen. Meister? Ja, eine kurze Abkündigung nur. Mit Blick auf den nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag wieder um 10 Uhr hier in unserer Kirche. Die anderen Kreise, die entfallen im Augenblick immer noch. Da bitte ich Sie einfach auf die Informationskanäle der Kirchengemeinde zu achten. Das wird sicherlich jetzt auch irgendwann wieder alles losgehen. Herzlich Dank sagen möchte ich für die Kollekten vom letzten Gottesdienst in Höhe von 260,49 Euro für die eigene Gemeinde und in Höhe von 63,75 Euro für die amtliche Kollekte. Heute am Ausgang werden wieder beide Kollekten eingesammelt, erbeten. Die beiden Körbe sind entsprechend beschriftet. Einer für die Aufgaben unserer eigenen Kirchengemeinde, der andere für die amtliche Kollekte, die heute für den kirchlichen Fernunterricht bestimmt ist. Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern. Ich habe noch was vergessen, Bruder Neugeborener. Sie hatten vorhin darauf hingewiesen, dass ich noch sagen wollte, wie es weitergeht. Ja, ich bin grauhaarig, vergesslich, aber muss man auch mal langsam an meinen Ruhestand denken. Ja, die bange Frage, wie geht es denn weiter? Die Fachstelle ist zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Morgen ist der Tag, der letzte Tag der Bewerbung zur Ausschreibung, der ersten Ausschreibung. Und wir werden sehen, ob sich eine Pfarrerin, ein Pfarrer bewirbt. Und dann wird der Gemeindekirchen, wird das Bewerbungsverfahren losgehen. Die Kandidaten werden sich vorstellen. Sollte er sich keiner bewerben, versuchen wir es nochmal. In diesen Zeiten ist ja alles ein bisschen verrückt und man weiß nicht, kann man jetzt vorwechseln oder nicht oder wie oder was. Oder jedenfalls, wir sind dran und wir werden es schaffen. So viel dazu. Danke. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Schwinge sanft, lieblicher Wagen, gekommen, mich nach Hause zu holen. Das ist ein bekannter Spiritual aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, den wir jetzt spielen werden. Thank you.
Ja, jetzt steht hier vorne schon der schöne Sessel. Und in so einem Sessel zu sitzen, ist bestimmt wunderbar. Aber wir haben immer mehr heiße Tage. Und da ist es, glaube ich, noch schöner, wenn so ein Sessel unter einem Baum steht. Und deshalb möchte ich jetzt mal auflösen, was sich vielleicht schon manche gefragt haben. Warum wächst hier neuerdings ein Baum in unserer Kirche? René Zahn, der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, und ich wollen im Namen des Gemeindekirchenrates und der Gemeinde noch ein paar Worte an dich richten und bitten dich dafür nach vorn. Ja. Ja, lieber Matthias, und auch wenn morgen die Welt unterginge, so wollte ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. So soll es unser Reformator Martin Luther ja gesagt haben. Und auch wenn sich durch den Eintritt in den Ruhestand für dich und für euch sicherlich vieles verändern wird, dass die Welt morgen untergeht, hoffen wir natürlich nicht, da vertrauen wir drauf. Aber ein Apfelbaum soll eben trotzdem gepflanzt werden, nämlich dieser. Und er wird hoffentlich in eurem Garten in Wandlitz einen schönen Platz finden. Der passt doch nicht ins Handschuhfach. Wie kriege ich den denn da hoch? Abwarten. Lieber Matthias, und wir, der Gemeindekirchenrat und die gesamte Gemeinde, möchten damit Danke sagen. Danke für viele gute Jahre deines Dienstes hier in unserer Kirchengemeinde. Danke für viele Jahre großartiger Zusammenarbeit mit vielen Ehrenamtlichen und allen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Danke, lieber Matthias, für viele Lieder und Musik, Gespräche, ein offenes Ohr, ein weites Herz und so, so vieles mehr. Du wirst uns hier fehlen und wir wünschen dir und euch für den neuen Lebensabschnitt alles Gute, gottesreichen Segen, Glück, Freude, Gesundheit und bald schöne, leckere Äpfel. Danke. Matthias, muss ich jetzt mal hinsetzen, bitte. Weil jetzt geht es um Claudia. Claudia ist auch ganz wichtig und deshalb musste sich jetzt Matthias hinsetzen. Liebe Claudia, wir verabschieden uns heute nicht nur von Matthias, sondern eben auch von dir und möchten Danke sagen. Danke für ganz vieles, wie zum Beispiel neue Ideen, die du uns gegeben hast, Denkanstöße, dein Engagement in verschiedenen Gruppen, wie beim Weltgebetstag und einiges mehr. Doch ganz besonders hast du uns als Gemeinde den Blick für die Welt des fairen Handels geöffnet, wo es heißt, die eine Welt hat viele Seiten. So bildete sich unter deiner Leitung ein Team, das sich um den von dir ins Leben gerufenen Fairverkaufstisch nach Gottesdiensten, zur Hofweihnacht und anderen Anlässen kümmerte und der gerade zur Hofweihnacht fast immer überrannt wurde. In der Gemeinde trinken wir so seit vielen Jahren nur noch fair gehandelten Kaffee. Aber all das sind nur ein paar Streiflichter. Wir wünschen dir von Herzen, dass nun mehr Zeit für euch beide bleibt und ein schönes und anders erfülltes Leben jetzt anfängt. Dazu gibt es von uns eine wiederverwertbare Tasse in Anlehnung an den Kaffee, die gefüllt ist mit einer winterharten und mehrjährigen Blume, die vielleicht einen Platz am nun öfter zusammen genutzten Gartentisch zu gemeinsamem Essen, Kaffee trinken oder Seele baumeln einlädt. Vielen, vielen lieben Dank. Alles Gute und Gottes Segen für dich und für euch beide.
Ich gehöre zu den Kleineren. Ja, lieber Bruder Matthias, auch von mir, nicht nur von mir, aber vom ganzen katholischen Teil des Namens der Gemeinde Peter und Paul wirklich ein herzliches Dank. Also ich habe gelernt zu bereuen, dass ich so spät nach Nauen gekommen bin. Ich bin seit 2-3 Jahren hier, ja, weil ich merke, wie viel ich von dir lernen könnte und kann. Ja. Diese Güte, Geduld. Ich kam immer zu spät, ich war immer früher, aber schon ordentlich. Aber dieses Strahlen von dir, ja, mit Freude, diese Gelassenheit, diese Ruhe, die von dir kam, es hat mich immer beeindruckt. Ja, deine Worte, deine Predigt, wirklich viel Dank. Und schade, dass ja, auch durch die Corona, diese Zeit, die gemeinsamen Gottesdienste in Altesheim so uns verkürzt wurde. Aber ich hoffe, es ist so in katholischen Kirchen, dass wir gerne unseren alten Pfarrer zu Gottesdiensten einladen, dass sie immer wieder nach Nauen zurückkehren, dass wir uns auch begegnen können, ja? Und weiter voneinander, ja, profitieren, genießen. Ja? Ich muss ich dir danken, ja, für die Zeit, die du geopfert hast, deine persönliche Zeit. Ja? Du hattest viel zu tun und hattest trotzdem mehr Zeit gefunden, ja, auch für die Ökumene. Ich weiß, wie sehr es geschätzt wird auf unserer Seite. Wirklich Dankeschön. Und auch von uns ein kleines Geschenk, ein kleines Buchlein. Gott ist bei uns an jedem neuen Tag. Ja? Hier beginnt der neue Abschied eines Lebens, ein wunderschönes auch, ja. Aber es sollte eine kleine Erinnerung, dass auch an jedem kleinen Tag in Wandlitz, in ganz Deutschland, wohin die Reise geht, ja, es Gott euch begleitet, ja, immer wieder und mit einer Dankbarkeit für alles Gute, das du in seinem Namen getan hast. Als etwas fernerer Nachbar, von Stadt zu Stadt sozusagen, bin ich hergeeilt und da möchte gerne etwas überreichen aus dem Havelland. Ich hoffe, ihr habt das noch nicht. Gut. Und jetzt fällt mir auf, da kommen schon die Kritiker und sagen, alles klar, der Mann, der kriegt einen Bierkrug, sitzt da mit schönem Liegestuhl und die Frau holt das Bier ran. Nee, so nicht. Das für später. Wir machen es mal so rum. Du kriegst einen Becher für Wasser oder Wein, den du natürlich dir vorher selbst füllst. Und für deine Frau nehmen wir den Bierkrug. Und wenn ihr es anders macht, ist es alles auch in Ordnung. Alles Gute euch beiden. Gütiger Gott, wir beten heute für unseren Pfarrer Matthias Gehring. Wir danken dir für die Zeit, die er hier in der Gemeinde gewirkt hat. Nun beginnt für ihn und seine Familie ein neuer Lebensabschnitt. Wir bitten dich,
bleibe bei ihm und den Seinen in der Zeit, die vor ihm liegt. Begleite seine Wege, schütze vor aller Not und schenke einen mit Glaube, Liebe und Hoffnung erfüllten Ruhestand. Wir rufen zu dir, erhöre uns, Gott. Gütiger Gott, wir beten auch für deine Gemeinde hier in Nauen. Sei und bleibe du unser Fundament. Lass uns feststehen im Vertrauen auf dich. Lass uns zuversichtlich in die Zukunft gehen, getragen von der Hoffnung, dass du deine Kirche trägst und leitest durch den Lauf der Zeiten. Wir rufen zu dir, erhöre uns, Gott. Gütiger Gott, wir beten für alle Menschen, die Not leiden, die keine Heimat haben und einen neuen Ort zum Leben suchen, für alle, die Gewalt und Hass erleben, für alle Kranken und Sterbenden. Bewahre vor Verzweiflung und Resignation, schenke Zeichen der Hoffnung und helfende Hände, so gut wir es vermögen. Wir rufen zu dir, erhöre uns, Gott. Gütiger Gott, wir beten für deine ganze Schöpfung, für Tiere und Pflanzen, deren Lebensräume bedroht sind, die unter unwürdigen Bedingungen gehalten werden. Hilf, dass wir zu einem guten Miteinander mit allen Mitgeschöpfen finden, dass Raubbau und Quälerei ein Ende finden, zum Wohl der ganzen Schöpfung. Wir rufen zu dir, erhöre uns, Gott. Gütiger Gott, wir beten für uns selbst, für unsere Familien und alle, die uns nahestehen. Sei bei uns mit deinem Segen. Lass uns in Dankbarkeit und Freude die Gaben des Lebens genießen und geduldig das Schwere tragen. Schenke ein gutes Zusammenleben, Bereitschaft zu vergeben und Kraft für alles, was kommt. Wir rufen zu dir, erhöre uns, Gott. Gütiger Gott, wir beten in diesem Gottesdienst auch für unser langjähriges Gemeindeglied Christa Konczak, die vor ihrem Wegzug aus Nauen heute zum letzten Mal hier im Gottesdienst ist. Wir bitten dich, lass sie an ihrem neuen Lebensort ein gutes Zuhause finden, Menschen, mit denen sie sich gut versteht. Sei bei ihr mit deinem Segen in allem, was vor ihr liegt. Wir rufen zu dir, erhöre uns, Gott. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Wir singen das letzte Lied auf dem Liedzettel Verleih uns Frieden gnädiglich.
Geht im Segen Gottes in diesen Tag und in die Zeit, die kommt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Wir hören gleich das Nachspiel auf der Orgel. Wir werden dann aus der Kirche herausziehen. Und ich möchte Sie bitten, dann zum Rausgehen in der hintersten Reihe zu beginnen, nach draußen zu gehen und dann jeweils eine Reihe nach der anderen, sodass wir doch die Abstände noch einigermaßen einhalten können. Einfach die Kamera stellen.